anfangen kann. Aber was haben Sie für Werkzeugmaschinen. Also meine Tischlerei hat eine Hobelmaschine und der hat eine Stanzmaschine und andere Maschinen auch noch. Und jetzt brauchen Sie für die Schaltung, brauchten Sie ja Geräte. Nicht? Und Klöckner Möller war damals auf dem Höhepunkt seiner Technik. Und die haben zu 80% in Deutschland, die diese Maschinen hergestellt haben wir den gekauft. War also eine Fabrik? Ja, also 7 Fabriken. Also gut. Aber das hatte ja nichts mit deinem Horstberuf zu tun, ne? Was? Das hatte ja nichts mit deinem Horstberuf. Nein, da kam ich ins Büro rein. Der war ja Kaufmann. Kaufmännischer ja. Beruf war das, ne? Ausbildung. Ja. Mhm. Hatte ja keine Lust mehr gehabt, ne? Dann habe ich hier was anderes gesucht, habe ich gleich das 3- oder 4-fache verdient. Habe ich das nicht alles erzählt, oder was? Ja, du hast mir das schon mal erzählt, das ist aber schon lange her. Ich meine, du bist dann schon damals in Bonn und Umgebung Vertreter für Versicherungen geworden. Nee. Oder nicht? Nee, da war ich bei... Oder hast du andere Firmen vertreten? Ich glaube, ich 3 Jahre oder 2 Jahre habe ich da gearbeitet, das war mir zu wenig, da bin ich... Und da bin ich bei Telefonbauer Mahlzeit als Vertreter. Wie hieß der? Telefonbau Normalzeit, so wie Siemens, die Telefonanlagen herstellen. Ach so. Da sind ja Einzelanlagen mit Nebenstellen oder größere Läden mit Telefonanlagen, also Schaltanlagen, ne? Ein Pult hier, also. Na gut, ich habe dann diese Anwarnungsgeschäfte da gemacht und. Das heißt, du warst im Außendienst tätig? Ja, im Außendienst. Bist mit dem Auto, hast du ein Auto gekauft und bist in der Weltgeschichte da unten rumhergefahren? Also, die Firmen wurden mir gestellt. Das konnte ich ja mit nach Hause nehmen und auch privat das benutzen. Ach so. Und was war das für ein Auto? Weißt du das noch einmal? Das war ein Ford. Ich weiß nicht mehr, wie der Name ist. Du hast ja immer Ford Taunus früher auch viel gehabt, ne? Auch mehrere Ford Taunus habt ihr gehabt. Wo habt ihr denn ein Schnapsglas? Im großen Schrank? Oder? Ja, da in der Küche da. Nimmst du das auch mal mit hier, bitte? Ja. Wo auch so die Kassen und so drin sind. Okay. Da mal, hier stehen ein paar. Riesebi, Mees heißt der. Ich weiß nicht. Oben. Ja, der hat Ford Taunus. Auf der rechten Seite. Und der macht die Geschäfte für mich. Also, das heißt also, wenn da die Leute kamen und dann hatte ich ihnen eine Deckungskarte untergejubelt und dann ging ich hinterher, waren die Leute ja schon halb versichert oder meinten das, ging ich hinterher und dann andere ausgefüllt. Mhm. Dann hatte ich ein Geschäft gehabt. War für mich, ja, weiß ich nicht, im Monat vielleicht 15 oder 20 Verträge. Und ich bin ja dem Mann ja auch verpflichtet. Eine Hand wäscht die andere, so läuft das Leben, weil ja, natürlich. Und dann, wenn der mir die Waren verkauft, dann kaufe ich natürlich Ford. Da hatte ich 3 Stück gehabt. Ich glaube, Taunus hieß der eine, glaube ich. Ja, Ford Taunus. Gibt's ich weiß nicht, zweimal Ford Taunus, sondern noch ein anderer Typ. Jetzt kam der 12M. Ja, aber ich kann mich an Reinholds Ford Taunus 17M. Ja. Das war ja ein tolles Auto. Ein tolles Auto. Hier habe ich 3 Sorten Schnaps mitgebracht. Wacholder aus der Altenhofer Distille. Den nehme ich. Und Ralf Stelzer. Beerenfrucht, Wildkirsche und das ist ein italienisches Kräuter, so ähnlich wie unser, was ist denn, wie Kräuterschnaps, so wie Jägermeister. Kümmerling und ja, Jägermeister. Das war ja, wie heißt es auch? Habe ich immer als unseres immer. Sag mal schnell. Wir immer haben. Dann bin ich hingegangen. Am Weg warten, das kann ich nicht leisten an. Zu einer Firma, die stellte Automaten her. Mhm. Pariser Automaten und Waschautomaten, die kamen in die Toilette rein. Und die habe ich verkauft. Hatte ich so große Schlüsselbunde gehabt, riesen, na, Schlüssel an Schlüssel und so weiter. Und dann habe ich den Gastwirten und den Hotels dann verkauft. Habe ich gesagt, so, wenn ihr jetzt den Pariser Automaten aufhängt, also. Du weißt, was meine. Du hast den Hotels und Gaststätten ja, und auch Pariser Automaten aufgestellt. Ja, und bei der Stadt. Und bei der Stadt. In den kleinen öffentlichen Bedürfnisanstalten. Und dann sieht das so aus.
diesen Waschzeug, da war ja nur so ein kleines Stück Handtuch da, nicht so ein Stück Papier und so ein Stück aus Seife, so ein geseiftes Papier, wie so ein Zigarettenblatt. Kann mich gut erinnern. Zigarettenblättchen. Und das füllte ich dann ja immer auf, und aber das ist alles kostenlose Ding. Aber die Pariser Geschäft, die hat dann meine Firma gemacht. Damit wurde mehr Geld verdient dann. Na ja, klar. Ich habe ja immer nachgelegt, diese Geschichten. Und dann habe ich wieder neu. Aber du konntest nicht nur nachlegen bei der Firma, sondern du musst auch neu werden. Das ist genau wie bei der Versicherung. Du kannst nicht immer deinen alten Kunden betreuen. Du musst immer neu, mehr. Und da hatte ich an den Sachen bestimmt, da hatte ich ein super Geld gehabt. Alles in der Umgebung von Bonn immer noch? Ja, weiter bis nach Bayern runter und bis nach Rheinland-Pfalz ganz runter. Da wurden die Bazis von dir auch mit dem, bei Stuttgart, wie heißt mit das? Den modernen Segnungen des Saarland. Der Fromms beglückt. Reinhold ist das Gegenstück zu Fadi, ne? Also Fadi. Fadi, unser Fadi, der war irgendwie nicht so flexibel. Ne? Der war nicht geschäftstüchtig, überhaupt nicht. Nee. Gar kein Geschäftssinn. Ja. Hatte ganz andere Dinge im Kopf, aber nicht so weit. Jedenfalls, ich habe. Aber es ist richtig, das Gegenstück. Meistens. Ab dahin habe ich gut verdient. Mhm. Auch bei der Versicherung habe ich ja nicht wenig verdient. Auch das Gegenstück. Auch nicht. Aber das liegt ja so im Blut, nicht? Der Vater ist Geschäftsmann gewesen, das der Großvater. Das sieht so aus, bei der Versicherung sieht so aus, du musst tatsächlich jeden Idioten ansprechen. Wenn er dich mit dem Arsch anguckt. Und wenn er frech ist, wenn er unhöflich ist. Stinkt. Rabiat, du musst versuchen mit deinem Wortwahl, den so zu dämpfen, damit er wieder nur auf einen normalen Level zurückkommt. Und doch und dann muss ihm sagen, dass er noch recht hat, was er meint in seinen Dings, damit er bestärkt wird. Und dann muss ihm deine Sache aufdrücken. Und das möglich mit seinen Worten. Er muss das dann sagen. Das System heißt, es gibt Systeme. Ich sage nur, das eine heißt AIDA, nicht? AIDA. Aufmerksamkeit erregen, Interesse erwecken, AI. Drang zum Abschluss, Abschluss. Ja. Und jedes, ich meine, ich kenne das noch aus dem Kopf, und jedes hat noch so und so viele Unterseiten. Da haben wir 10 bis 20 Unterseiten, lernst du da eine Schulung. Aber ich meine, du musst einfach angehen, du darfst nicht so an. Ich sehe ja die meisten Leute, die haben keinen. Ich mag ja auch nicht viel reden. Ich habe die Nase voll mit den ganzen Leuten, Menschen. Die gehen nicht ran. Die denken, die müssen alle zu ihnen selbst kommen. Nein, du musst zu den Leuten hingehen und musst deine Sprache dich selbst darstellen. Die anderen Leute meinen, hier stehe ich und alle müssen jetzt auf mich hören, weil ich so gut, so schön bin oder was weiß ich, was sie meinen. Du musst rankommen. Sonst ist das anderes als Dummheit für mich. Aber Reinhold, die Geschäftstüchtigkeit, die liegt wirklich bei euch in der Familie. Denk mal an deinen Vater, an den Großvater, das waren alles Geschäftsleute und weil haben gehandelt. Mein Großvater war ein Großvater. Ja. So? Der Großvater war ein bisschen in der Familie. Und Mutti ist ja auch so tüchtig. Wir haben schon, ja. Die konnte ja auch rechnen. Wann war das denn? Freitagabend. Geld zusammenhalten und sparen. Aber jeder weiß doch, jedes Kind ist anders. Die Unterhaltung kostet auch nicht sehr viel Mühe, aus der Schönheit rauszukommen. Ich bin ja so erzogen worden, dass ich immer schön. Den Wacholder, den kennt man noch nicht so. Und nee. Bin ich erzogen, aber das muss ich nur wissen, das kostet viele Mühe. Ja, ich weiß, viele Mühe, wenn du frei bist. Ja, ich kenne das. Bitte? Okay, ich habe heute keinen Martin. Martin. Also sowas. Auch den. Was möchtest du, Reinhard, so einen? Also doch einen. Was möchtest du denn? Averna, so einen sizilianischen Verteiler, kann ich dir empfehlen. Und du, mein Schatz? Ich nehme auch einen Averna. Averna. Dankeschön. Für mich jedenfalls. Mhm. Und na gut. Also hast du im Jugendhort gewohnt? Ja, was das, wie hieß das nun? Ich habe mir vergessen so. Maria katholisch so und so angepasst am Kloster so und so. Und dann hat direkt am Kloster ein leeres Gebäude. Bin aber nicht da reinmarschiert. Aber du warst in dem Alter schon so. Mich haben sie auch nicht überredet, weil ich war ja alleine.
Anpassung. Wann hast du denn angefangen zu lernen? Richtig, Mensch, als Kind. Also direkt nach dem Krieg, also dann war ein Jahr nach dem Krieg. Du hast mir, glaube ich, mal erzählt, ein oder zwei Jahre nach dass Krieg. Du deine Arbeit bei dem Wahrsager aufgeben solltest und nicht mehr am Schwarzmarkt arbeiten wolltest, weil dein Vater wollte, dass du einen richtigen Beruf lernst. Na, mein Vater nicht, meine Eltern, Mutter, deine Eltern dagegen. Und deshalb haben sie dann, er gab immer so eine dicke Schwarte von dem Geld, nicht? Da war ja nichts mehr. Aber ich konnte mir alles leisten. Meine Eltern, die haben mir Vorteile gezogen. Die haben Lebensmittel gehabt, Butter oder sonst was. Die haben mir Vorteile gezogen. Ich habe immer mehr gemackelt. Bin hingefahren nach Schemnitz, bin hingefahren nach Wesermünde, da waren die amerikanischen Depot. Da sind viele Deutsche, die machen so, dann habe ich dann aufgekauft und Zigaretten. Manche Zigaretten damals vielleicht für 5 deutsche Mark aufgekauft und für 15 habe ich sie auf dem Schwarzmarkt verkauft. So lief das. Das zum Beispiel. Und wo wohnt die Story vom Wahrsager? Was für ein Zufall, dass der da gerade in der Nähe und nebenan da auf dich aufmerksam wurde. Ja, viele Leben, viele Zufälle. Ich habe mehr viele Zufälle. Wenn das mit dem Serum nicht passiert wäre, hätte es den Lump vielleicht gar nicht mehr gehabt. Ich dachte, du hättest den Serum abgefüllt im Gläser vom Fußboden. Ja, das macht er ja sowieso. Ja, da macht er mal nichts davor, dass er sich gleich rauskippt, als Sondermüll. Nee. Geht gleich wieder in die Gläser rein. Meine Mutter hat immer gesagt, nee, mal, da kriege ich mal einen Kohlkopf extra. Sie hat dann nur Verwandtschaft gehabt, die waren Bauern auf der anderen Seite von der Küste. Ja, Südmarschen. Da haben wir mal Pori und so, jetzt kriegen wir immer was extra. Und da kannst du bei ihnen anfangen, das ist doch gut so. Aber meine Mutter hat immer weiter noch eingekauft, also wie sie das gemacht hat, die war ja auch clever. Ne? Ja. Dann bin ich darüber nach Bonn. Da bist du ja lange geblieben, ne? Ja, ich weiß nicht, die Jahre, die kann ich alle sehen. Ja, glaube ich. Das macht doch schon was auf dem Rhein, Floßholz abladen. Hat er viel gelernt, ne? Kommen die großen Kräne. Da musst du auf die, müsste da die Reile richtig runter durchziehen. Aber da warst du immer wie eine Sau, weißt du, von den ganzen Moos und Glitschig. Einmal habe ich eine Leiche geborgen. Die war mit dem Gesicht zwischen die Floßhölzer. Und konnte nicht weiter. Und ich wusste, das gibt 15 Mark dafür. Mhm. Habe ich die Leiche genommen, eine Drahtschlinge um den Hals und dann habe ich eine angezogen, dann habe ich die Polizei benachrichtigt. Mhm. Da holte ich mein Geld nachher von der Stadtverwaltung ab. Mhm. Naja, gut, so läuft in das Leben. Das ist alles vorbei, Dole. Du kannst noch was erleben, bei mir ist das nicht mehr so toll. Oh, du hast ja auch schon so viel erlebt, meine Güte. Nächstes Jahr wollen wir nach einer anderen Insel hin, auf den Philippinen. Tabaan. Das ist eine ganz urige Insel, die ist noch nicht abgeholzt. Und 1000 kleine Inselchen ringsherum mit Sandstränden und da sind ist alles Fische, Fischereien, da viel weggefunden. Und andere Einwohner, andere Rasse. Negritos nennen die sich da. Wie heißen die? Negritos. Sind so Menschen, die sind kleine. Ja. Und die haben kürzere Beine im Verhältnis. Und langen Oberkörper und kraus Haar. Asiaten haben hier glattes Haar. Ja. Die haben kraus Haar. Und die Nase ist ein bisschen hochgewölbt. Breit hier. Ja. Also deshalb heißen sie Negrito, das heißt ja negerartig. Ja, ich weiß nicht, was für Leute das sind. Hört sich nicht so vorteilhaft an. Aber die klein, hochgewölbte Nase. Die sind ja weggejagt worden von den Malaien, Indonesier, die da auch noch zugewandert sind, Chinesen. Die sind nachher in den Bergen, haben sich verkrauchen müssen. Die anderen haben das alles hinweggestohlen, die Negritos, und haben sie vertrieben, wie das immer so eine Geschichte ist. Wahrscheinlich so eine Art Ureinwohner vielleicht. Ja, wir meinen, dass sie Ureinwohner sind. Schritt und Schichtviecher drin. Ja.
Und ist denn das da Naturschutzgebiet? War das alles noch so? Ein großer Teil ist Naturschutz, da darf mit diesen Negritos nicht in Verbindung kommen. Mhm. Also das heißt, du musst selber unter Naturschutz. Musst eine Einreisegenehmigung haben und du kannst nicht dahin kommen, so als Tourist. Du musst ja schon mal wegen Arzt sein oder denen da helfen wollen. Sagen wir, du legst da Wasserleitung oder sonst was, dann ist was anderes. Aber so kommst du nicht rein. Nur mit Trick 17 kommst du dahin bei den Leuten. Wie wollt ihr da hinkommen? Wir wollen da gar nicht dahin. Ach so. Das ist im Busch, im Wald und das ist anstrengend für mich. Ich kann nicht mehr so weit laufen. Ach, hier haben die noch Menschenfresser unter sich. Ja, das ist wohl, wie gesagt, du brauchst gar nicht dahin. Die Natur ist da so super schön und einmalig und nicht so bewohnt wie hier. Frei, weißt du, siehst du keine Leute, so wie rund ums Nord, so siehst du kaum Menschen. Naja, das ist ein Kumpel da, der bei mir sagt, Mensch, kann man nicht was zusammen machen. Der andere sagt auch schon, aber ich soll immer den Vorreiter machen und soll das organisieren. So weiter mache ich du mich heimlich? Ich kann mich jetzt so ein bisschen mehr treiben, wenn ein anderer so Ideen hat. Immer Onkel Reinhard, ja, dann kann ich mich gleich anschließen. Früher habe ich immer den Vorreiter gemacht, nicht? Oh, das hast du ja billig und gut gemacht. Oh, wir sind ja durch die richtigen Hotels gegangen oder sonst was. Oder die richtigen Wege, weil ich immer alles vorbereite, alles aufgeschrieben und so weiter. Ja. Aber jetzt will ich das nicht mehr. Sollen doch mal andere sich kümmern darum. Ich habe keine Lust dazu. Wenn du älter bist, hast du keine Lust. Ja, und dann gibt es auch Leute, die das dann machen. Es finden sich auch Leute, wenn man selbst wollen abtritt. Tun sie alle, das wissen wir. Mhm. Ihr wollt auch viele. Jeder will viel, Franz und er, dieser und jener. Aber die Möglichkeiten sind ja begrenzt. Der eine hat Familie, kann nicht weggehen. Der andere, der ist im Beruf so eingespannt, der kann den Beruf nicht weglassen. Wir wissen noch, wie alles läuft. Der andere ist krank, der kann nicht mehr richtig rauchen, der andere kriegt keine richtige Luft. Und das läuft auch immer hin und her, diese ganze Geschichte. Viele wollen das schon, aber da ist nichts. Und die anderen haben noch keinen Mut. Nicht? Kommt auch noch dazu. Danke, ich möchte nicht. Ich auch nicht mehr, danke. Das ist doch, läuft doch so. Und ich habe keine Lust, da rumzufragen und so weiter. Es sind viele, die weg wollen und machen und tun. Nicht?